Neue Verpflichtung bei Holstein Kiel. Was die Fans des Fußball-Drittligisten am Mittwoch in Scharen an das Trainingsgelände in Projensdorf lockte, war der neue Trainer der Störche, Markus Anfang. Dem ist Kiel auch vor seinem ersten Tag nicht unbekannt. Selbst als Spieler noch gegen Kiel gespielt, damals in der zweigleisigen dritten Liga. Immer wieder von der dritten Liga mitbekommen, wie die dritte Liga abläuft. Man hat dann einiges gehört, dass da unheimlich viel Potenzial ist in Kiel. Mit Co-Trainer Thomas Zichon will er das ab sofort wecken und sich in Kiel voll auf diese Aufgabe konzentrieren. Also Familie habe ich, ja. Frau, zwei Kinder. Die kommen jetzt erstmal nicht mit, die bleiben zu Hause. Denken Sie denn mit ihrem Co eine Zweier-WG zu machen oder sind Sie nicht so dicke miteinander? Also wir haben jetzt jeder ein Einzelzimmer. Sein sportliches Konzept hat den Verein jedenfalls überzeugt. Anfang will einen bestimmten Plan irgendwo den Jungs mitgeben, aber auf gar keinen Fall die Jungs einschnüren in irgendein Korsett. Also sie sollen schon freie Entscheidungen treffen, aber recht flexibel. Was wollte man für einen Trainertyp haben? Man wollte einen Trainertyp haben, der sehr, sehr ehrgeizig ist, der am Anfang einer Karriere steht, der sich mit unserem Ziel identifiziert. Und die sind in Kiel hoch gesteckt. Wir wollen erfolgreich und gut arbeiten und verschließen uns dem Erfolg natürlich überhaupt nicht. Es muss natürlich ein bisschen wachsen, das Ganze. Es wird nicht von heute auf morgen gehen. Deshalb wäre es Markus Anfang nur recht, wenn das der einzige Tag bliebe, an dem er im Rampenlicht steht. Ich bin nicht der Wichtigste. Das Wichtigste ist der Verein. Viel lieber wäre mir, wenn ich weniger in der Presse stehe und wesentlich mehr die Jungs in der Presse stehen, weil die stehen am Platz.